Das fühlt sich für uns alle gut an und wir freuen uns riesig. Wir freuen uns riesig über das Ergebnis. Wir freuen uns. Ja, und wir freuen uns hier über einen Montag, denn Montag, das wisst ihr alle, ist Inside-Tag. Moin aus dem Weserstadion. Ich habe jetzt nach den paar Spielen schon gemerkt, dass halt diese Serie irgendwo da war, klar. Ja, sie war da. Bis Freitag. 28 Spiele ohne Sieg. Und jetzt ist sie endlich abgedreht, diese Scheißserie. Mir persönlich hat sie eh nie gut gefallen. Bis Freitag war ja übrigens auch noch eine andere Serie aktuell, die Siegesserie unserer Profis. War aktuell. Leider. Da hätte ich eine Fortsetzung gerne gesehen. Ja, wir haben erste Halbzeit scheiße gespielt, muss man einfach so sagen. Ja, aber ich glaube, wir hatten heute genug Chancen, um das 2-2 heute mindestens zu machen. Ja, ist beides irgendwie wahr. Scheiß Spiel, aber ein Punkt wäre auch drin gewesen. Trost gab es trotzdem nach diesem Spiel von über 7000 Werder-Fans in der Kurve. Ja, ich finde ja persönlich, es war irgendwie so ein ganz komisches Spiel. Also viele Chancen, keine Tore. Ah doch, eins. Ja, heute war eigentlich so ein Spiel, wo dann vielleicht ein Abwehrspieler bei einer Standardsituation oder irgendwie so den Ball über die Linie drückt. Ja, ganz genau. Ganz genau so ein Spiel war das. Aber wo war der Abwehrspieler? Ja, mit meiner kongenialen Aktionen dann auch noch, wo ich den Ball rüberschieße, war das I-Tüpfelchen heute. Das war's wohl. Das Tüpfelchen über dem I. Aber leider kommt es im Fußball ja genau darauf an, auf die Pünktchen. Ja, auf den Punkt da zu sein, das haben wir heute nicht geschafft. Und dafür gibt es dann eben auch keine Punkte. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht, Punkt. Andere Serie, andere Protagonisten, Niklas Schmidt und Raphael Cazzior in den Hauptrollen auf Platz 11. Gleich kommt die Flanke rein in den Strafraum. Auf den Captain Cazzior und der trifft zum 1:0 für Werder Bremen 2. Und das Ganze per Kopf und nicht zu halten. Niklas Schmidt, auffälligster Spieler der Werderaner. Und Cazzior lässt Bernhard keine Chance. Fünftes Saisontor des Stürmers von der Weser. Nichts zu machen für Bernhard. 28 Episoden hat sie gedauert, die längste Sieglosserie der dritten Liga. Und am Freitag, da ist sie endlich abgedreht worden. Ja, Fortsetzung nicht erwünscht. Aber eine Auszeichnung, die bekommen sie trotzdem. Stellvertretend für unsere ganze U23 erhält sie unser Kapitän Raphael Cazzior. Unser Typ der Woche. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Und jetzt nochmal ein Aufruf an euch, liebe Werder-Fans. Unterstützt unsere U23 bei den letzten Spielen in der dritten Liga doch unbedingt noch einmal. Ja, vielleicht ist da doch noch ein Wunder möglich. Wenigstens eine Serie an diesem Montag, der Serienbrecher, bleibt. Und das ist unsere Werder TV Inside. Immer montags, immer freitags hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Ja, und ein anderer Serientäter, der ist auch immer montags mit dabei und der heißt Uwe. Viel Spaß. Bis Freitag. Tschüss. Ein geiles Wochenende, oder nicht? Oder nicht? Oder nicht? Ich sag, was soll ich sagen? Ach, ich kann nichts sagen. Ich weiß nicht, was soll ich sagen. Sag ich du mir. Ich habe da mal was vorbereitet. Du hast was, was ich sagen soll. Ja. Also erstmal, ich sage ungern, was andere sagen, aber ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ich bin mal überrascht, was ihr da vorbereitet habt. Was soll ich sagen zum Spiel? Schlecht? Ja, ne, ja, weiß ich nicht. Schlecht? Weiß ich nicht. Ungünstig? Ach, ungünstig. Ungünstig war, dass er nicht getroffen hat. Erfolglos? Erfolglos war es. Ja gut, kann man sagen. Also die 3 Punkte haben wir leider in Hannover gelassen. Schlimm. Grauenhaft.
Grauenhaft schlimm ist das, was ihr hier aufgeschrieben habt. Hört auf mit so einem Scheiß. Erschreckend. Ja, ich erschreck mich, was ihr hier. Wo habt ihr diese ganzen Wörter her? Missglückt. Missglückt, finde ich. Missglückt trifft es. Ich glaube, missglückt trifft es. Das war missglückter Auftritt in Hannover. Aber jetzt mal, Butter bei Fische, Jungs. Scheiß einen drauf. So ein Spiel kann jeder mal haben. Egal wer. Jeder kann mal so ein Spiel haben. Ich habe auch keine Lust drüber, das zu debattieren. Ja, war jetzt schlecht, war jetzt mega schlecht, war jetzt gar. Ist mir scheißegal. Ich bin Werder-Fan und wenn Werder Bremen mal ein schlechtes Spiel hat, bin ich trotzdem Werder-Fan. Ich freue mich jetzt auf ein richtig cooles Spiel hier in Bremen gegen Leipzig. Und da werden wir mal gucken, ob wir das Blatt nicht wieder drehen können. Ich glaube, das wird eines unserer kleinsten Probleme hier in Bremen.